Ja, hallo Sportsfreunde, ich bin Al Livershot und heute möchte ich euch mindestens drei Möglichkeiten nennen, wie ihr eure Führungshand einsetzen könnt. Ja, die Führungshand ist bei mir die linke Hand, bei manchen von euch ist es die rechte, die mehr vorne ist, also mehr vorne sich befindet. Die Führungshand wird als Führungshand bezeichnet, weil du mit der linken, mit der vorderen Hand deinen Gegner führen musst. Du musst im Endeffekt dafür sorgen, dass du mit der linken, vorderen Hand alles vorbereitest, damit du ihn dann dementsprechend knockouten kannst oder irgendwohin platzieren kannst, wo du es möchtest. Deshalb auch die Führungshand. Sie führt im Endeffekt deine Strategie, deine Technik vor und mit ihr bereitest du alles vor. Und heute möchte ich ganz simpel dir einfach drei Möglichkeiten, mindestens drei Möglichkeiten zeigen, wie du sie einsetzen kannst. Nummer 1, Distanz, Langdistanz, abmessen. Ich zeig's dir. Ich will meine Brille nicht abnehmen. Ich möchte noch in die Kamera schauen können. Ja, gut. Also, was meine ich mit Distanz und was meine ich mit Abmessen? Distanz ist sehr wichtig beim Schlagen. Distanz, je nachdem, was du schlagen möchtest, ist eine sehr wichtige Voraussetzung, dass dein Schlag auch richtig gut durchkommt und sein ganzes Potenzial abladen kann am Körper des Gegners. Das bedeutet, wenn ich eine gerade schlagen möchte und ich bin zu nah dran am Gegner, werde ich ihm leider nicht so doll wehtun können, als wenn ich eine gewisse Langdistanz habe, mit dem langen Arm schlage und dementsprechend auch treffe. Ja? Wenn ich so schlagen würde, ist vielleicht die Faust schnell und es tut vielleicht auch weh, aber ich könnte ihm noch mehr wehtun und er würde mich auch nicht kriegen. Ja, wenn ich in der Langdistanz bin und dementsprechend dazu schlage. Ja? Also, die linke, die Führungshand ist dazu da. Also, die erste Möglichkeit ist super bei der linken, dass ich in der Langdistanz wunderbar kämpfen kann. Was meine ich mit Abmessen? Mit Abmessen meine ich damit, dass du mit der Führungshand abmessen kannst, wie weit du dich vom Gegner oder wie nah du an den Gegner rangehen musst, damit dein Schlag auch ideal treffen kann. Ja? Stell dir vor, es ist ein Lineal und mit der kannst du dementsprechend alles abmessen und hast du die super Reichweite, dann kannst du zuschlagen. Das war eben gerade ein bisschen daneben, Entschuldigung. So, das ist ungefähr, was ich brauche. Ja? Ganz einfach. Zweite Sache, ich bin ein bisschen aus der Puste, Entschuldigung. Zweite Sache, Finte. Ja, eine Finte ist nichts weiter als eine Vortäuschung. Sprich, ich möchte seinen Kopf treffen, aber ich täusche vor, als ob ich zu seinem Bauch schlagen will. Ja? Und andersrum funktioniert es genauso. Ich möchte eigentlich seinen Bauch treffen, aber ich täusche vor, dass ich seinen Kopf treffe. Ich zeige euch mal, was ich meine. Also. Das war jetzt zum Kopf gerichtet. Mein Ziel war sein Kopf. Jetzt wird mein Ziel sein Bauch sein, ja? Finte. Nichts weiter. Die dritte Sache, Dubletten. Jeder versteht unter einer Dublette was vollkommen anderes, habe ich das Gefühl. Was ich gelernt habe in der Boxschule, eine Dublette ist zwei Schläge mit derselben Hand, aber nicht die gleichen Schläge. Und diese zwei Schläge, ja, die sind schnell nacheinander ausgeführt. Bap, bap. Das ist die Schlagfrequenz. Ich zeige euch mal, was ich meine. Eine Dublette ist zum Beispiel das hier. Eine Doublette ist zum Beispiel auch das hier. Warte mal, von der anderen Seite. Nehmen wir mal die langen raus, also die Langdistanzschläge. Eine Doublette ist zum Beispiel auch das hier. Oder andersrum. Also im Endeffekt seht ihr, man kann variabel sein und kreativ. Ja? Und ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, ich glaube, wir sind jetzt in Punkt 4.
Variabilität. Habe ich das richtig ausgesprochen? Variabilität. Ja, also im Endeffekt eine variable Führungshand. Das brauchen wir. Wenn du diese variable Führungshand beherrschst, dann kann ich dir aus Erfahrung sagen, dann bist du fast ein Halbgott im Ring. Was ist variabel? Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du nicht nur immer dasselbe schlägst mit der Führungshand, also nur geraden, lange Schläge, ob nun zum Kopf oder zum Bauch, sondern damit meine ich, du kannst in jeglicher Distanz deine Führungshand mit unterschiedlichen Schlägen einsetzen und effektiv aufs Bleiben und Sein. Damit verwirrst du deinen Gegner, damit kannst du ihn auch knockouten, wenn du richtig gut bist. Und der Rest kommt noch. Ich sage euch mal, was ich meine mit der variablen Führungshand. Oder, das war jetzt eine Möglichkeit, oder, ja, das waren drei Schläge, ich kann es auch erweitern in vier Schläge, zum Beispiel. Oder ich mache was vollkommen anderes, ja, ich mache zum Beispiel, ja, oder, verstanden, was ich meine. Wenn ihr immer nur dasselbe macht, nur die vordere gerade zum Kopf oder zum Körper, das wird sich euer Gegner merken oder Sparringspartner. Ihr werdet feststellen, dass euer Sparringspartner, euer Gegner euch besser lesen kann. Und je variabler eure Führungshand ist, desto besser, desto verwirrender ist es. Und der letzte Punkt, aber das erklärt sich schon von alleine. Du kannst deine Führungshand, aber auch andere, also auch die rechte Hand, Entschuldigung, du kannst sie auch in langsamer Version und auch in einer schnellen Version ausführen. Das ist auch verwirrend, wenn man das gut kann. Diese langsame Version der Führungshand, ja, ihr seht, sie ist nicht stark, aber ich kann mit dir alles vorbereiten. Ich kann gut abmessen, ich kann schauen, ob die Distanz super ist. Und dementsprechend kann ich auch ein klein bisschen analysieren, wie mein Gegner so reagiert, wenn ich andauernd die linke ohne viel Kraft einsetze, um ihn vielleicht die Sicht zu verdecken oder irgendwo zu treffen, wo er offen ist. Aber das Gefährliche an der Führungshand ist es, wenn sie schnell, unerwartet und überraschend den Gegner trifft. Also sprich, ja, wir bereiten alles vor, er versucht auch ein paar Cross, aber das geht nicht, weil wir immer die Langdistanz halt versuchen aufrecht zu erhalten, damit wir uns nicht treffen lassen. Dann ja, langsam, langsam. Schnell, immer überraschend, ja? Versteht ihr, was ich meine? Und das ist im Endeffekt das Geheimnis. Ja, ich habe euch jetzt fünf Tipps genannt. Es gibt noch viele weitere Tipps. Ich bin jetzt auch total außer Atem. Ich habe schon davor ein bisschen trainiert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt, wie man wohin schlägt oder ach, keine Ahnung, alles, was euch einfällt, fragt mich, schreibt eure Kommentare unten, stellt mir eure Frage und ich versuche sie so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu beantworten. Alles klar, Leute, bis später.